Eine Spule enthält 3000 Windungen und ihre Länge beträgt 3 cm. Berechne die magnetische Feldstärke in der Spule, wenn sie von einem 2 mA starken Strom durchflossen wird. Hier die Angaben. Die Anzahl Windungen groß N beträgt 3000. Die Länge groß L der Spule beträgt 3 cm, das heißt 0,03 Meter. Die Stromstärke I beträgt 2 mA, also 2 mal 10 hoch minus 3 Ampere. Gefragt wird die magnetische Feldstärke groß B im Innern der Spule. Wir drücken diese magnetische Feldstärke in Tesla aus. Wir werden sie herausfinden durch diese Formel, in der wir die Permeabilität μ durch μ0 ersetzen, das heißt 4π mal 10 hoch minus 7 Teslameter auf Ampere. In dieser Formel ersetzen wir μ0 durch 4π mal 10 hoch minus 7, I durch 2 mal 10 hoch minus 3, N durch 3000 und L durch 0,03. Somit erhalten wir diese Rechnung. Hier können wir durch 3 kürzen. Also bleibt 4 mal Pi mal diese 2 mal 10 hoch minus 7 minus 3 plus 3 plus 2. So erhalten wir 8 mal Pi mal 10 hoch minus 5 und das ergibt ungefähr 2,513 mal 10 hoch minus 4. Die magnetische Feldstärke groß B im Innern der Spule beträgt also ungefähr 2,513 mal 10 hoch minus 4 Tesla.